So, der eine hat schon geschrieben, Pulltimer, please. Wunderbar, er macht auch einen Pulltimer. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob man mehr zusammenpullen kann in der Woche. Gut, du hast wimmelnd Trash-Buff, hast du, ne? Ah, dammit, ich habe meinen Stab noch nicht umtransmogt, den ich eben gekriegt habe. Und, oh, ich habe meine Items nicht umgezogen, sehe ich gerade. Wisst ihr was? Wir schauen mal, was der Heiler kann. Wir pullen das jetzt mal zusammen. Oh, er pullt alles zusammen. Okay, ich hoffe, die machen auch die Orbs dann. Ich hoffe, die spielen die Orbs. Machen wir mal ein Heal Trinket. Jetzt habe ich hier auch die Dings nicht aktiviert. Also wir haben relativ viel AE-Damage. Super, jetzt stehen wir halt in der Grütze drin. Ich hasse es. Du läufst gerade aus der Grütze raus. Jetzt habe ich halt schon relativ viele CDs hier wasten müssen für. Aber wir haben eine relativ gute AE-Truppe, ne? Also da kannst du nichts sagen. Das hat jetzt funktioniert. Ich habe zwar einiges an CDs gewastet dafür jetzt. Wo ist die Pat gerade? Die läuft gerade da hinten. Ich raw einfach mal. Hier in Freehold kannst du halt irrsinnig viel auslassen, ne? Wenn alle hier schön dahinter gehen, ist das eine schicke Angelegenheit. Ein Mob, der will nämlich immer nicht so ganz. Mich nervt, also ich weiß nicht, euch wird das jetzt fast nicht auffallen, aber mich nervt es extrem, wenn ich diese normale Bärengestalt habe, weil die halt echt shitty aussieht. Und du musst die anderen halt immer drauf transmoggen. Ja, das mit der Träne von Elune ist ein bisschen blöd, ne? Dass du da das Gebiet halb durchquesten musst. Aber das sind halt diese Legion-Ordenshallen-Dinger, ne? Wobei, jetzt mit einem 120er-Chart dürften ja diese Quests relativ zügig durchgehen. Also, da denke ich mal nicht, dass es ein Stress ist. Aber, na gut, also ich glaube, die Woche mit einer kompletten Melee-Truppe ist sogar echt okay. Bitter wäre jetzt gewesen, wenn ich die Pat noch dazu gepult hätte. Weil du brauchst hier gar nicht so viele Prozente. Also du kannst ja im Freehold relativ gechillt deine Prozente zusammenkriegen. Also vor allem bei der Arena kannst du ja dazu pullen und sowas. Ja, das ist halt die 0815 normale Bärengestalt. Also ist es halt nicht mein Fall. Warte mal, jetzt können wir unser Heil-Item wieder reinziehen. Ich weiß nicht, ob das auch direkter Schaden ist und ich dann quasi damit die Orbs kaputt machen könnte, ne? Weil die haben ja eigentlich nicht viel Life. 5k Life haben die. Das müsste ich mal testen, ne? Ob mein Trinket theoretisch die Orbs, weil es ist ja eigentlich keiner E-Damage, sondern es ist ja so ein Zwischending. Das wäre ja richtig stark, wenn das alle Orbs wegräumen würde. Das macht halt 7k. Beim nächsten Orbs. Oh, wir haben schon. Oh, shit, wir haben schon Bonsandi getriggert. Shit. Und ich habe Ding noch gar nicht. Inka noch gar nicht wieder ready. Eher ungünstig jetzt an der Stelle. So ein Mastern wäre hier gut. Und ich hoffe, der Heiler. Oh nein, er dispelt. Okay, er hat gedispelt. Okay, sie haben den Boss gepult. Ja, die haben es hier eilig, ne? So wie es scheint. Ja, da sollten wir vielleicht rausgehen. Komm, ich bedpegel mal richtig schön raus. Habt ihr gesehen? Das geht alles zeitlich. Ja, also eigentlich kannst du immer das dazu pullen. Das ist. Also. Außer die Leute sind halt Retards. Und schaffen es nicht, aus dem Void rauszugehen, ne? Aber im Normalfall sollte das eigentlich kein Stress sein. So, soll ich Dings ziehen? Komm, ich ziehe jetzt Inka hier, was eigentlich gewastet ist, aber dann kann ich es zumindest fürs nächste Ding benutzen. Fürs nächste Reaping. Weil normalerweise, also eigentlich brauche ich das nicht beim Boss ziehen, ne? Hier. Ah, da sollte man rausgehen. Weil ich mache nicht, also ich mache zwar schon mehr Schaden mit Inkern, ne? Auch beim Boss, ganz klar. Aber beim Trash mache ich halt so vieles mehr an Damage, dass es halt nicht rentiert ist, hier beim Boss zu ziehen, ne? Weil ich kann halt meine E-Spells durchspammen damit. Und da kann ich schon gut was hauen. Bloß, wenn ich es jetzt halt safe und dann bis zum nächsten Reaping nochmal safe, ist es halt ein bisschen gewastet. Dann ziehe ich es hier lieber nochmal und, ja, 15%. Ja, mal schauen, je nachdem, wie schnell wir sind beim Triggern, ne? Das Bitterste, was dir hier passieren kann, dass du den Boss, dass der Vogel dich charged, als Tank dich rauskickt, ne Boss resettet. Das ist so ein Rotz, wenn das passiert. Also, du darfst dich halt einfach nicht treffen lassen, ne? Also. Wenn er dich so trifft, ist kein Stress, das macht kaum Damage, ne? Also, da kommt nicht viel rum bei. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich kurz transmogge. Ob ich die Zeit der Gruppe waste.
um das, diese Gestalt nicht ertragen zu müssen, aber ich glaube, ich mache es eher nicht. Ah, jetzt ist mein Stack abgelaufen, sehe ich gerade. Er grabbt ihn zurück? Warum? Warum? Verstehe ich nicht. Spam mal ein bisschen Dings drauf. Ich pull dann vorne schon mal was, keine Ahnung. Ja, wie gesagt. Zum Beispiel nachher beim Dings können wir's machen. Beim, was ist denn das diese Woche? Ach, du musst den nur anlabern. Zum Beispiel beim Time Walker kannst du gerne mitkommen. Muss ich halt immer anbieten, weißt du? Dass man was hat, wo ich sagen kann, okay, da kann jemand gerne mitkommen, wenn er mag. Jetzt werden wir die Neutralen hier gleich adden. Wenn wir halt ein paar mehr Orbs haben. Aber die machen die Orbs relativ gut, also da kann ich mich jetzt nicht mal unbedingt beschweren, dass die Orbs nicht laufen. Ich pull die Ratte hier auch noch dazu. Du meinst jetzt die falsche Putt? Können wir auch noch machen. Komm, ich ziehe jetzt einmal hier mein Heil-Item. So viel vom Trash-Buff merkst du ehrlich gesagt jetzt nicht. Ich bin außer Reichweite. Ich habe den Buff mir schon mal geholt. Passt. Danach werden wir das Reaping triggern. Dann muss ich mal gleich gucken. Dann müsste ich Inka wieder haben. Genau, 8 Sekunden. Oder? Wie viel bringt der? 1, irgendwas? Auch 1, irgendwas? Okay, das reicht halt nicht mal fürs Reaping zu triggern. Die bringen hier alle extrem wenig Prozente, ne? Komisch. Oh, das ist eine große Gruppe. Oh, fuck. Da sind jetzt ordentlich was an Orbs. Da wird was durchgehen. Oh, fuck. Der Heiler ist tot. Ist ungünstig. Hat er released? Vielleicht habe ich ein bisschen zu schnell wieder weitergepullt. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Den müssen wir interrupten. Dieses blöde Bierzeug, echt, du siehst halt fast nichts. Ich muss immer alle interrupten, das hilft nicht. Der ist echt reingelaufen, ne? Okay, ich wollte gerade sagen. So, jetzt müssen wir das Reaping triggern. Wir den mal mit ins Reaping rein. Ja, vielleicht hätte ich doch einen Ticken warten sollen. Hatte ich das so ein Tier einmal? Der Affe ist ein bisschen ätzend, wenn er seinen Shit sieht. Theoretisch machst du eigentlich den... Warte, der eine steht da oben noch? Theoretisch hätten wir die auch in den Boss reinziehen können, aber ich bin jetzt mal auf Nummer sicher gegangen. Habe ich nochmal irgendwas? Ich kann ihn wegnocken. Ja, gut, der eine Mob ist runtergekommen. Es haben nicht alle in Dings gedrückt. Sie wollen erst den anderen Boss machen. Okay, ja, es bleibt sich gleich. Warte mal, haben wir noch einen Reaping-Mob? Wir haben echt ganz guten AE-Schaden, ne? Oh fuck, ich bin geslowt wie nochmal was. Gleich mal einen Raw mir noch geben. Also die meisten Gruppen machen es mittlerweile so, dass sie den quasi danach machen, weil wenn du alle mit allen die Dudes ansprichst, dann sind viele Mobs hier gelb und nicht mehr angreifbar, ne? Und dann kommst du schwerer auf den Trash. Ist, ja, kann man so und so machen. Wir haben immer noch einen Reaping-Mob hier am Arsch. Dann haben wir gleich wieder das nächste Reaping getriggert. So, die einen kannst du auslassen. Da habe ich blöderweise meinen Raw schon rausgeschmissen. So, wenn du jetzt schnell bist, kannst du hier durchlaufen, ohne dass du was triggerst. Die hier. Lauf, kleines Mädchen. Ich will jetzt nicht nach hinten schauen, ob sie was getriggert haben. Auf geht's. Schließt eure Wetten ab. Wir haben Frischfleisch. Ich habe halt jetzt gleich schon mal angesprochen, dann sparst du dir halt echt viel Zeit, ne? Also da sparst du richtig viel Zeit. Den desorientieren wir gleich nochmal. Oh fuck. Okay, mein Trinket plus Ding geschmissen. Ich wollte eigentlich gerade noch was dazu pullen, aber jetzt habe ich mal den GS rausgehauen. Das war jetzt dann doch ein bisschen viel, was da reinkam.
Was ist denn da? Jetzt war doch nur die eine kleine Gruppe. Vielleicht muss ich den einen nochmal wegknocken. Ah, okay, da hat ihn einfach in den Dings gepackt, in der Trap. Passt natürlich auch. War Schweinchen schon da? Mit dem Heiler-Mana aus. Geht eigentlich, ne? Moment. Was? Ist das euer Ernst? Ein eingefettetes Schwein? Ich bekomme den Eindruck hier... Ja, die eine Orb sollte noch einer machen. Schnappen wir uns fix die Dings hier, das Schweinchen. Lauf, kleiner. Da kommt's. Lauf. Na, zwei haben wir schon. Lexi, hey, grüß dich. Einen brauchen wir noch. Ein eingeöltes Schweinchen. Lauf, kleines Mädchen. Okay, da ist es. Lauf. Schau einer an. Sie haben ein Schwein gefangen. Vielleicht kommt jetzt mal. Ja, bis der jetzt rauskommt und alles. Ich bin gerade überlegen, ob ich nochmal einen dazu pull. Lauf. Komm. Oh, warte mal. Das war ja keine gute Idee. Damit triggern wir quasi das Schröpfend. Oh, sie haben den Boss gepult. Das ist tatsächlich jetzt doch nicht ganz so... Oh, nein, 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 ich darf die Dings nicht ziehen. Ja, den hätte ich nicht mehr adden sollen. Das war eine dumme Geschichte. Tatsächlich war das jetzt eher eine dumme Geschichte, muss ich ehrlich zugeben. Also der ist jetzt nicht krass, ne? Also der kann eigentlich nichts. Aber... Lauf, kleines Mädchen. Da habe ich natürlich lauter Melees. Die von zwei Sachen ausweichen müssen. Aber ich denke mal, wenn es jetzt nicht alle total verkacken, ist es eigentlich kein Stress, ja. Mal nochmal heilen. Heiler hat 28%. Kannst halt hier schön auf den großen Cleaven. Der kann ja eigentlich nichts, ne? Der kloppt ein bisschen auf den Tank ein und macht halt seine Void-Scheiße. Das einzige Problem, weil wir haben halt nur Melees, ne? Da ist es halt teilweise ein bisschen blöd, weil die halt da weglaufen müssen, ne? Oder halt den Boss da nicht hitten können dabei. Lauf, kleines Mädchen. Lauf! Wenn der Große halt stirbt, dann kommen mal die ganzen kleinen Flitzer. Dann wird's lustig. Jetzt kommt halt Necrotic. Nicht Necrotic hier, Reaping. Siehst du halt echt ein bisschen schlecht jetzt. Und da haben wir noch ein Dings. Hui, wie hat denn der das überlebt? Der eine war volle Lotze in der ganzen Scheiße drin gestanden, hat es trotzdem irgendwie überlebt. Muss mir jetzt halt Richtung Eingang stellen. So, da geht der Boss down. Dann kann ich eigentlich die noch dazu pullen. Bis der Große rauskommt. Dann haben wir eigentlich mehr als genug Trash. Kannst halt hier so viel Zeit sparen, ne? Wenn du halt diesen Kack hier in der Dings machst. Okay, danach soll ich den Heiler wirklich vielleicht mal regen lassen. Sie sollten halt jetzt auf keinen Fall den Boss adden, weil der Heiler ist halt komplett trocken. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Der ist halt trocken as fuck. Wenn jetzt da einer blöd in den Boss reingekickt wird, dann wird's ätzend. Leg ich mal mein Trinket einmal. Was macht... Ach, da oben ist der Heal, okay. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Lauf, kleines Mädchen. Bisschen Mana sollte Heiler halt haben. Ah, fuck. Was wurde denn da jetzt wieder geaddet? Wie? Nicht zu nah dran? Lauf, kleines Mädchen. Also, noch weiter rüber dürfen wir nicht. Lass ihn kurz recken. Ich brauche ein Ziel. If you have no mana, you can DPS at least, schreibt der DK. I'm not just standing and being useless. Lieb diese Aussage. Come on, be kind, schreibt er. So, auf geht's. Being useless. Der DK, ne, haut hier raus. Der haut hier auf den Tisch. Es ist halt richtig gut in der Zeit, ne? Also ich denke mal, doppelt wird das auf jeden Fall. Also außer wir verkacken es jetzt noch krass.
Weil wir haben jetzt an. Gut, wir müssen bloß den. Bei drei Melis wird es halt ätzend hier mit den Haien, ne? Aber. Mondfeuer-Action. Ja, ich soll ich den Hai einfach off-tanken? Scheiß drauf. Ist kein Boss-Buff. Was wollte ich sagen? Genau, wir sind jetzt bei 66. Wie kann ich. Nee, adden kannst du mich gar nicht. Weil meine Friendlist relativ voll ist und ich da jetzt nur noch bestimmte Leute draufnehme. Aber so, ich mache halt einfach eine Gruppe auf, dann könnt ihr reinjoinen und dann könnt ihr gerne mitkommen. Machen wir das einfach so. Bin überlegen. Ein bisschen Trash brauchen wir schon noch, ne? Wir ziehen dann einfach hier geradeaus durch. Und dann den Trash noch mit und dann müsste das, glaube ich, passen. Ich hätte eigentlich nochmal hier inkern können, ne? Das war jetzt ein bisschen gewastet, dass ich es jetzt nicht habe. Also für Time Walker Inis gehe ich sicher keinen Discord, also es sollte nicht notwendig sein. So, jetzt können wir hier geradeaus durchlaufen. Hol die zwei zusammen. Lauf, kleines Mädchen. Bloß den Großen dürfen wir nicht Lauf. adden. Oh fuck. Ja gut, das ist jetzt nicht gut. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Das ist jetzt nicht gut. Also so viel wollte ich nicht. Warum steht denn der Heiler in Melee-Range? Was macht. Oh mein Gott. Warum steht er denn in Melee-Range? Ich verstehe es halt nicht. Das wäre halt total fein gewesen, wenn er halt nicht in Melee-Range rumgegammelt wäre. Hätte sich halt von dem. Von dem. Weißt du, wir sind drei Leute, die in Melee-Range stehen müssen, ne? Und einer muss nicht in Melee-Range stehen. Einer, der nicht da stehen muss, wird halt weggeprügelt. Auch nicht verstehen, aber das hat. Also. Ja. Der wurde halt einfach durch den Melee-Hit weggekillt. Von dem AE-Shit, weil da drin gestanden ist, der Heiler. Jetzt habe ich halt fürs nächste Reaping nix. Na super, die Putt werden wir jetzt ins Reaping ziehen, oder? Ah, scheiße, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich nämlich nichts mehr. Shit, boah, die haben mich reingezogen. Das ist jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht gut. Die Putt hätten wir nicht mitkriegen sollen. Hat jetzt keiner mehr die Orbs gemacht. Gut, wer ist auch. Weißt du, wir haben keinen Range dabei. Das war jetzt nicht gut. Und vor allem die Putt brauchen wir von den Prozenten noch gar nicht mehr. Fail. Egal. Das dürfte uns jetzt nicht so arg zurückwerfen. Hoffe ich zumindest. Muss ich, glaube ich, den Buff hier nochmal holen, ne? Oder? Buff haben wir. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Problem ist, die zwei Typen haben in die Gruppe gebrefft. Die hat keiner interrupted. Plus dann noch die Orbs, ne? Die sind halt auch hochgegangen. War halt blöd, dass die da hinten noch dazu kamen. So, jetzt Boss. So, sobald jeder den Buff hat, fleckt der Boss quasi um. Und dann kann man das relativ gechillt machen hier. Tja, da haben immer noch nicht alle den Buff. Ich habe genau das. Was ihr sucht. Okay. Hütet euch vor jedem. Gut, passt. Sind alle da? Gut, auf geht's. Eure Schädel geben ideale Zielscheiben ab. Hast du nämlich hier auch auf jeden Fall wieder den Heldentum-Buff. Oh, warte mal, hier darf ich ihn auf keinen Fall in die Ecke ziehen, weil hier wirst du manchmal blöd weggekickt. Und dann resettet auch der Boss. Hab hier schon so Erfahrung mit Boss-Reset-Shit.
Brauche ich nicht unbedingt. Hallo? Okay. Ich muss immer ganz in den Boss rein, dass er den wegsaugt. Hütet euch. Bogen der Stahl! Lauf, kleines Mädchen. Ich weiß nicht, warum er jetzt extra die Dings gepult hat, hier die Trash-Mobs. Wahrscheinlich zum Cleaven, ne? Dass er dann nochmal extra Targets hat. Ich hoffe, dann tun sie auch die Orbs wegnudeln. Er holt immer mehr von den Kleinen dazu. Ich glaube, die braucht er, um mehr Schaden zu machen. Zumindest scheint es mir so. Hütet euch. Ich schaue, dass ich eher so ein bisschen mittig bleibt. Keine Ahnung. Ich habe schon so ein bisschen die Angst, dass die Kacke resettet, ne? Lauf! Lauf, kleines Mädchen! Lauf! Was brauchen wir denn jetzt? Nur 16% Trash? Das ist halt nicht mehr viel. Also theoretisch können wir die mitmachen oder wir skippen sie einfach. Okay. Irgendwie haben sie mich gesehen, obwohl ich komplett... Also ich bin ja hier aufgekommen. Gibt's ja gar nicht. Gut, wahrscheinlich ist es sogar so eh besser, weil dann müssen wir die große Gruppe nicht spielen, ne? Was haben wir denn? Wir haben jetzt noch zwei, die Putt und die Vierergruppe. Ich glaube, das gibt gar nicht genug. Du willst halt eigentlich bloß nicht den Trash quasi overcappen, beziehungsweise die 100% erreichen, bevor du einen Endboss gekillt hast. Weil dann musst du halt nochmal ein Reaping spielen, was du dir eigentlich schenken kannst, ne? Und warum spielen, wenn du es einfach sein lassen kannst? Ja, komm, zieh mal den Scheiß weiter. Das ging sich jetzt nochmal. Ah, fuck. Können sie mich halt nochmal zurückziehen? Ich bin jetzt gerade überlegen, theoretisch die 2 kann ich in die Dings reinziehen. In die Vierergruppe. Das ist eigentlich easy machbar. Die willst du nicht interrupten. Ich bin außer Reichweite. Dann killen sie sich den nämlich selber, die Dudes. Ich muss näher ran. Wir hätten die Part jetzt theoretisch hier auch noch mit reinziehen können, ne? Aber so ganz risky musst du es ja nicht spielen. Ja, wir haben zu viele Prozente. Die eine hätten wir skippen sollen, das war jetzt nicht gut. Egal. Also wir werden wahrscheinlich hier mit Reaping triggern, oder? Ja, das... Da werden wir triggern mit. Das hilft alles nix. Wir brauchen jetzt nur noch 6%. Ja, gut, scheiß drauf. Dann spielen wir halt das eine Reaping. Der Boss dürfte eh relativ schnell tot sein. Ja. Jetzt habe ich bloß das Inka hier gezogen. Ich hätte es eigentlich hinten ziehen können. Erhebt euch, Gefallene. Ne, wie gesagt, ich mache jetzt nur die im Plus und danach werden wir mal gucken. Habe ja jetzt die ganzen fertig mit dem Char. Muss ich gucken, dass ich die Akku gegen die gegenhalte. Ne? Der DK fährt halt 100k. Fast 100k E-DPS und ohne Inka mache ich halt doch nicht so viel. Du merkst halt schon den Unterschied. Inka ist halt schon ein ziemlich starker Damage-CD. Und auch ein Death-CD, ne? Hast ja dann auch viel mehr Wut und kannst halt die Active Mitigation viel höher haben, beziehungsweise Heilung oder andere Sachen. Ganz, hey, grüß dich. Schauen wir mal, ob es alle hinkriegen, dann einmal hier außen rum zu moven. Aber ich glaube schon. Die sind ja bis jetzt auch alle relativ gut gemoved. Dann haben wir jetzt noch 4 Minuten knappe, um den Dings zu töten. Den Boss, aber das dürfte klappen. Bei Trash Debuff hat er ja kaum live. HT haben wir leider keins, aber naja. So sind wir schon ganz gut durchgekommen durch den Laden. Kannst du jetzt nichts sagen. Für eine Random-Gruppe immer gut. Der eine Vibe war halt ein bisschen unnötig, ne?
Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch zu nahe stand mit dem Pack. Weil ich eigentlich auch von ausgegangen wäre, dass wir es gepackt hätten. Aber naja, die Orbs sind halt durchgegangen. So, auf geht's. Denkt, ihr könnt es mit mir aufnehmen, Konaille? Gestattet mir, euch das Gegenteil zu beweisen. Ja, das ist ja eigentlich aber auch so dieses normale Gruppensetup, oder? Dass du in so eine Zehner oder was das jetzt ist, eine Elfergruppe reingehst und den Key eigentlich relativ easy runterspielst. So soll es ja eigentlich auch sein, ne? Weiß ich nicht, vor allem Freehold ist halt eigentlich gar kein Stress. In der Instanz kann ja eigentlich nicht viel passieren. Gut, das ist jetzt ein bisschen blöd mit so viele Melees hier am Ende, aber wenn die Leute mit dem Feuer vernünftig nach außen moven, ist es eigentlich auch kein Problem. Eigentlich, ja. Ist der Heiler könnte halt ein bisschen drauf DPSen, wenn er eh nichts zum Heilen hat. Da hat der andere schon recht, ne? Hütet Er macht euch. halt einfach gar nichts in der Zeit oder spammt halt Hots für nichts. Ja. Du kannst als Heiler kannst du Catweaven quasi, also in Katzengestalt gehen und da relativ viel Schaden mitdrücken. Also ich habe da teilweise schon Leute gesehen, die da 15, 16, 18 km DPS mitfahren oder noch mehr mit Catweaven, wenn sie halt voll durchziehen. Und das ist halt schon krass, ne? Also vor allem, es kostet dich kein Mana. In der Zeit regenerierst du das Mana wieder. Also du kannst den Tank schon ein bisschen droppen lassen quasi, voll Damage fahren und dann wieder heilen, anstatt halt nur rumzustehen zum Beispiel. Macht halt immer schon Sinn, weil hier passiert jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich viel. Ich habe alle meine CDs ready. Ich könnte denen wahrscheinlich auch eine, vielleicht sogar 2 Minuten, ja, weiß nicht, 2 Minuten wird vielleicht. Aber wenn ich alles ready hier habe, ich habe ein GS ready, meine Dingsheilung, 2 Stacks, hier alle, ich habe alle CDs ready. Ich kann den schon relativ lang dann auch ohne Heilung gegen tanken. Den Boss hier. Aber schau, bin so gut wie voll und ich habe halt alles ab, ne, an Dings. Dann brauche ich meine Dev-CDs auch nicht ziehen. Falls jetzt dann doch einer unglücklicherweise hier in den Trash reingekickt wird, dann habe ich halt nochmal alles ready, nur so als Backup quasi. Gut, ja. Lief ja relativ gut mit Double Chest. Mal gucken, vielleicht ist das Trinket drin, ne? Mit ein bisschen Glück. Schauen wir mal. Ja, das Trinket drin. Sehr schön. Wunderbar. Das brauchte ich. Jetzt habe ich ja. Oh, warte mal. Jetzt hat sich eine Taste aus meiner Tastatur gelöst. Wie ist denn das jetzt passiert? Meine Alt-Taste hat sich rausgelöst. Warte mal, die muss ich jetzt wieder reinstecken. Perfekt. Wunderbar. Nice. Das ist nämlich das Biss-Trinket. Das brauche ich nämlich. Sehr schön. Ja, läuft. Jetzt muss ich mit dem Char eigentlich auch nicht mehr in eine bestimmte Instanz rein. Mann, ich habe heute alles gekriegt, was ich kriegen wollte, ne? Hier das aus der Weekly Chest. Das vom Tigel. Aus der M+ und das hier aus dem Mythic Raid vom ersten Boss, ne? Den gammel ich ja immer mit dem Char hier ab. Wunderbar. I hate you. Brauchst das auch? Ja, ich brauch das mit dem Main tatsächlich noch. Da habe ich das nämlich immer noch nicht. Und mit dem Char gehe ich jetzt einmal hier Dings rein und hab's halt, ne? Naja. Bitte. Gut, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Ich habe es nämlich mit aufgenommen und ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Teller. Ciao.